Und somit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 3. Ja, ich nehme hier wieder mal am Stück auf. Und ich habe hier nur gerade die eine Folge verabschiedet und die andere beginnen wollen. Und ich wurde gleich wieder hier von so einem nackten Kasper angegriffen. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Da, ich komme ja gar nicht dazu anzugreifen. Da versteht man, also ich verstehe, da will ich manche, die dann sagen, ach, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Weil ich meine, ich darf ja nicht mal angreifen. Ich habe auch keinen Bock, down auszuweichen und wieder in den Kilometer zu laufen, weil du musst ja mit einberechnen, wann du angreifen kannst, zum Beispiel jetzt hier mit der Lanze. Du musst ja einberechnen, wie weit der Gegner entfernt ist, wann du zustoßen musst. Alles das musst du einberechnen, weil es dauert ja auch, bis du triffst. Noch mehr Funkeltitanit, das brauche ich nicht. Ich brauche eine Dämonentitanit-Dingensteil. Ach, stimmt, da haben wir es wieder mal mit einer Blähung an Lebensenergie überlebt. Ja, komm, zieh mich in die Combo. Ist doch eh egal. Das Geile ist ja, soweit ich mich erinnern kann, ist Dämonentitanit, obwohl Bosswaffen im Allgemeinen recht schlecht sind in Dark Souls 2, weil du kannst sie mit nichts infusen, kommt das erst in einem sehr späten optionalen Gebiet wirklich häufig vor, dass du eine Waffe eigentlich aufs Maximum bringen kannst. Was eigentlich voll der Quatsch ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo man dieses Gebiet dann erreicht, dann ist es eh egal. Dann ist es sowas von egal, ob du jetzt eine Bosswaffe auf plus 5 hast oder nicht, weil dann, ja, dann hast du das Spiel eh schon so gut wie durch. Schade. Yay, ich hab sie verfehlt. Wie geil. Wie geil, ich hab sie verfehlt. Ah. Nee. Ich glaube, das ist das Einzige hier, oder? Ja. Ja, doch. Die da sind alle tot, wie es scheint. Ja, wisst ihr, von Gegnern, das ist egal. Auch wenn sie euch mal nicht erwischen, ihr nehmt trotzdem Schaden, weil halt eure Hitbox zu groß ist. Aber beim Gegner, da ist die Hitbox so genau. Wenn du da einen Millimeter nebenbei vorbei slidest mit dem Angriff, ja, dann hast du nicht getroffen. Ja, dann hast du nicht getroffen. Aber er trifft dich, wenn er einen Meter an dir vorbei. Dann hätte ich getroffen, weil. Ja, das ist dann, ja. Ja, naja, wie gesagt, also ich als wirklich jemand, der wo die Spiele schon seit Demon's Souls spielt. Ich bin extrem enttäuscht. Für mich ist es eine Katastrophe und hat den Namen Soulspiel eigentlich gar nicht verdient. Schon allein, weil halt eben Gameplay scheiße ist. Lore ist. Also, ich werde es mein Bestes geben. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich zu allem was machen kann, weil, wie gesagt, so Invadern zum Beispiel. Da gibt es einfach keinen Sinn. Da gibt es keinen Sinn. Fertig. Weil ich meine, okay, es wurde mir schon gesagt, es stimmt, Invader und Phantom überschreiten Zeit und so, weil die ist ja verdreht, das erklärt uns ja so leer in Teil 1. Aber es hat nie Gebiete überschritten, also man ist nie in einem. Irgendwo in 10 Zillionen Jahren, was Kraiden zum Beispiel als Paradebeispiel darstellt. Hier haben wir nichts mehr, ne? Nein. Da kommen wir noch hin. Ach so, ja. Und ich lasse Greirat oder Greirat, wie er heißt, den lasse ich sterben. Weil mir seine Quest dann einfach viel zu umständlich ist.
Ja, gut. Meine Angriffe werden gecancelt, sobald es geht. Gegnerische Angriffe, wie wir gerade wieder gesehen haben, die werden dennoch ausgeführt. Finde ich auch absolut unfair. Hat nichts mit Schwert zu tun, ist einfach nur ein scheiß Gameplay. Ist schlecht. Ich würde jetzt auch sagen, FromSoft kann sie nicht besser, aber sie haben es gezeigt, dass sie es besser können. Bloodborne hat es definitiv besser gemacht. Dark Souls 2 hat schon wirklich besser gemacht. Hier ist es ja schlechter wie Dark Souls 1. Bei Dark Souls 1 hat man es wenigstens noch verziehen, weil da kann man noch sagen, ja, die sind ja noch nicht so der mega große Entwickler und die, ja, da hat man es einfach noch verziehen, aber mittlerweile, man verzeiht, man sollte es nicht mehr verzeihen. Das ist das fünfte Spiel. Die sollten wissen, was sie tun. Das tun sie aber nicht. Bis zum heutigen Tag funktionieren ja die ID immer noch nicht. Also sprich, PvP ist immer noch unnütz, unspielbar. Ich habe es ja auch schon mal angesprochen. Das Ganken, was in Dark Souls 3 so vor sich geht, das ist zu vergleichen mit am besten oder am schönsten zu vergleichen mit Schulhofmobbing. Ihr kennt ja die noch, die sich in Grüppchen zusammengetan haben und andere rumgeschubst, einen Einzelnen oder so. Das ist dasselbe asoziale Verhalten. Das sind die allerselben Menschen und die leben das jetzt auch wieder aus. Muss man einfach so sagen. Es hört sich blöd an mit dem Schulhofvergleich, aber es trifft einfach am genauesten darauf zu. Es ist einfach nur asoziales Verhalten, muss man so sagen. Und da braucht man nicht immer den Invader als den Bösen hinstellen, sondern es ist ein Gameplay-Element. Das gehört einfach dazu und das war schon immer so. Was hier allerdings abgezogen wird, das ist schon ein bisschen sehr traurig und erbärmlich, muss ich sagen. Huch. Excuse me, I must have dozed off. It's rather warm in here. Well, hasn't it been all too long? It's good to see you. Oh, I seem to have missed my chance, so I, Siegfried of Katarina, offer my deepest gratitude and a little surprise to go with it. It's all yours. I know. Won't you join me for dinner? I make a fine Ester soup. I've got some stewing right now. Even we undead deserve a little normalcy from time to time. And finally, upon this rendezvous, let us make a toast. Saufen, Hauptsache saufen. To your valor, my sword, and our sworn duties. Long may the sun shine. Sehr gut. Have you heard? Somewhere, hidden right here in Irithyll, is a deep dungeon. And even below that, the profaned capital, home of Yorm, the reclusive giant lord. That reminds me, I've a grave promise to keep. Oh, sorry. I'm afraid I've cast a cloud over things. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Ja, der gute Siegwart. Nicht Siegmeier, Siegwart. Da kommt man auch leicht durcheinander, weil die so namensähnlich sind. Ich weiß, es ist so gewollt, aber dennoch, es ist ein bisschen. Man muss sich dran gewöhnen. Auch interessant, da sieht man, dass das eigentlich gar keine Löcher sind, sondern wenn man das so durchschaut. Ne, die haben einfach nur keine Rückwandtextur. Ah, da ist auch wieder keine Rückwandtextur, auch schön. Seht ihr da unten das Spiegel richtig? Die Öfen meine ich da unten.
Ah, die da auch. Gehen wir erstmal da lang. Gehen wir erstmal da lang. Wir haben nämlich noch einen Estus-Flakon. Und deswegen müsste das hier eigentlich noch möglich sein. Ja, und wie gesagt, Greyrat lasse ich sterben, weil mit ihm seine Quest dann einfach viel zu umständlich ist. Da hätte ich jetzt erst nochmal zurück in den Feuerband schreiben müssen, den ganzen Weg hier nochmal laufen, ihn auf eine Reise schicken müssen, Sigvard nicht ansprechen müssen, einen Boss besiegen, dann mit Sigvard reden. Nee, da scheiße ich dann drauf. Soll er sterben, ich hole mir seine Asche. Ja, und die wollen euch in eine Falle locken, denn hier links haben wir einen Priesterritter. Dessen Falle nicht so ganz gelungen ist. Und da unten haben wir noch eine Feuerhexe. So. Sieht schon ein bisschen besser aus. Aua, aua. Eine große Titanitscherbe. Und hier werden wir gleich zum zweiten Mal in Irithyll invasiert. Und zwar von jemandem, einen Invader, der den allergrößten Nichtsinn ergibt. Allergrößten Nichtsinn. Also der absolut keinen Sinn ergibt. Nämlich Alva, Sucher der Ausgestoßenen. Wäre jetzt eine Finstermondklinge, hätte ich das voll akzeptiert. Aber Alva war in Dark Souls 2 einer der Guten. Warum ist der ein Invader? Und es wird ja nicht mal erklärt, warum. Gut, so schnell kann man Alva auch besiegen. Yay. Ja, ich habe mich irgendwie auf einen schlimmeren Kampf eingelassen. Aber ja, gut, dann nicht. Das ist auch schön. Das ist auch schön. Wir hatten da oben Leuchtfeuer, ne? Und jetzt sind wir so weit gewandert. Jetzt, brauchen wir einfach gleich mal nochmal eins. Das kann man doch irgendwie verstehen. Übrigens, wir haben da im Kerker oben noch exkrementenbedeckte Asche gefunden. Also, ja, wir haben eine abgetrennte, verfaulte Hand gefunden, die mit Scheiße bedeckt ist. Hat ganz bestimmt irgendeinen unglaublichen Wert für irgendjemanden. Ja, wir gehen zu Fuß zurück. Aus dem Grund, den Kerker, den machen wir dann noch. Ich möchte jetzt erstmal hier in Irithyll noch ein bisschen vorankommen. Den Kerker machen wir dann noch. Was auch schade ist, im Kerker war eigentlich mal angedacht, dass es da einen Bosskampf geben soll. Gibt es allerdings keinen. Leider. Finde ich auch ein bisschen schade. Und hier rum. Und dann sind wir schon wieder da. Ja, Sigvard ist weg. Ihr habt mich alleine gelassen. Nee, es passt schon. Da bin ich wenigstens zufrieden, dass er weitergezogen ist. Dann brauche ich mich darum nicht mehr zu sorgen. Dann gehen wir da weiter. Und seid vorsichtig. Ich weiß, was man denkt, man kommt dann, oh, ein Ritter, den werde ich jetzt backsteppen. Ja, ihr seid beobachtet.
Ihr werdet beobachtet von da oben aus. Der hat einen Großbogen. Deswegen vorsichtig sein. Ah ja, okay, auch gut. Dann eben kein Backstep. War auch schön. Ich glaube, ich bin eh gerade so genervt, weil... Wenn ihr das hier seht, habe ich gerade einen Dark Souls 1 Stream hinter mir. Und in Dark Souls 1 hat Parieren einfach so unglaublich gut funktioniert. Da hat die Mechanik noch gepasst. Da stört einen noch nicht einmal, wenn du stirbst und musst einen Kilometer weit laufen. Das war egal, weil... Es hat der Rest hat es einfach alles rausgerissen. Das war vollkommen okay, aber hier ist es irgendwie so... Huch. Hier ist es irgendwie so... Es kotzt einen an, weil du stirbst durch Banalitäten. Durch Sachen, die du weißt, dass du es besser kannst. Und hier... Naja. Hier, genau wie das hier. Ich habe eine riesengroße Lanze, die den eigentlich durchbohren müsste. Was passiert? Er wird nicht mal gestaggert. Im Spiel selbst. Der Spieler kann übrigens nur sehr, sehr schwer Poys erlangen. Aber dafür zieht der Furzgegner. Finde ich auch ein bisschen störend, dass Gegner sich eigentlich schon umgedreht haben. Sich aber dann nochmal umdrehen, dass du den Backstep bekommst. Wow, was die heute alles für mich droppen. Ich meine, nicht schlecht. Ja. Hier haben wir übrigens ein paar unterschiedliche Bilder. Hier haben wir zum Beispiel Irithyll. Das da oben war mal, das war mal die Archive. Nashandra aus Dark Souls 2. Das Bild war ursprünglich verflucht, das ergibt auch keinen Sinn, warum es jetzt hier hängt und ist nicht mehr verflucht. Der Thron des alten Eisenkönig aus dem zweiten DLC Krone des alten Eisenkönigs. Das da oben ist Anor Londo. Ja gut, und die kennen wir. Das ist Gwynevir. Die sie hier auch verhunzt haben, weil hier drin haben sie den Namen zu Gwynevia übersetzt. Gwynevia. Ja. Heißt eigentlich Gwynevir, aber passt schon. Ist ja egal. Ja, haltet euch übrigens nicht in der Nähe dieser Krüge auf. Die sind mit Nordwind gefüllt und Nordwind wird euch vereisen. Finde ich auch immer noch sehr schade. Ich mag eigentlich die Idee mit Eis in dem Spiel. Der Gedanke dahinter ist cool, wenn du so überlegst, du könntest eine Eiswaffe haben oder so, aber du kannst keine Waffe mit Eis infusen. Das ist schon mal das erste Manko. Das finde ich echt scheiße. Und zum anderen... Es rentiert sich eigentlich nicht, eine Waffe mit Eis zu führen. Selbst wenn man eine hat, also die das halt eben eingebaut hat, es rentiert sich nicht wirklich. Aus dem schlichten Grund, wir werden jetzt gleich wieder invasiert. Aus dem schlichten Grund, selbst wenn du Gefrierbrand erleidest, ja, das heißt so, Frostbitten, Gefrierbrand. Oh je. Ah je. Prima. Prima. Es könnte nicht besser laufen. Invader und ein Hund. Es läuft einfach wieder perfekt. Oh oh. Wenigstens das und jetzt schnell heilen. Gleich nochmal. Ja, und jetzt heißt es gut Glück. Au.
Ja, normalerweise würde einen der Bleichschatten hier nicht invasieren. Der Bleichschatten aus Londor. Aber da wir Yuria verraten haben, indem wir den Spion getötet haben, sind wir jetzt nicht mehr auf deren Seite. Und der Bleichschatten ist somit jetzt auch unser Feind. Übrigens, die Quest, dann werde ich euch noch zeigen. Man kann die Klamotte des Bleichschattens von Londor bekommen. Und zwar muss man dafür noch eine andere Invasionsstelle von dem Kerl finden. Das ist eigentlich eine Frau sogar. Nur mal kurz warten, bis der sich da oben beruhigt. Yay, mehr Hunde. Mehr Hunde, jawohl, cool. Heile mich lieber mit meinem Wunder, weil das Estus, das ist jetzt einfach zu kostbar dafür. Das brauche ich noch. Und hier haben wir, glaube ich, noch einen Köder, jawohl. Oh Gott, ja, wechsel die Waffe lieber nicht. Behalte lieber den Talisman in den Händen. Ich drücke nämlich nur aus Spaß nach rechts. Noch mehr Hunde? Nein. Ich hätte noch vier Hunde mit eingebaut. Mindestens hier und da oben noch zwei. Ist nämlich hier nicht nervig genug. So. Noch eine große Titanitscheibe. Was haben wir hier? Nichts. Ah, da haben wir eine Abkürzung. Die übe sehe ich selbst eigentlich nur zu gerne hier. Und zwar, wenn man da jetzt geradeaus rüberläuft, ist man da wieder in der Kirche von Joschka. Von Joschka Fischer. Für die, die es nicht wissen, das war ein Politiker. Oder ist, oder, ach, ich weiß es nicht, ich hab's da nicht so mit. Weiß nicht, was der Mann jetzt so treibt. So, man könnte da jetzt rein, aber das empfehle ich nicht, weil dann würde man in einen Hinterhalt tappen, sondern droppt euch hier. Nehmt ihr zwar Schaden, aber verschmerzbar, ihr werdet gleich sehen, warum. Deswegen. Diese beiden hier hätten euch nämlich von oben mit Magie eingedeckt. Das ist ziemlich doof. Oh ja, genau. Oh ja, genau. Machen wir mal eine Heavy Attack einfach so, weil die ist ja gar nicht so heavy. Also merken. Ein schwerer Angriff bei einer großen Lanze macht weniger Schaden wie der normale Angriff. Demnach hätte FromSoft den Angriff gar nicht einbauen brauchen. Schwerer Angriff, dass ich nicht lache. Schau mal, ich mache damit 420. Oh, der lebt noch. Gammel hier nicht auf der Treppe rum. Okay, gut. Haben wir das ja auch. Normalerweise müsste jetzt hier ein einzigartiger, also nicht einzigartiger, sondern ein Gegner, der nur hier auftaucht, und zwar hier der da mit der Sense, der taucht normalerweise nur hier auf. Woanders würdet ihr keinen Priesterritter mit einer Sense begegnen.
Der kann die Sense im Übrigen auch droppen. Das ist ziemlich interessant. Ich hatte sie noch nie, aber wenn sie Sense ist mit Eis, vielleicht ist sie gar nicht mal so schlecht. Du könntest noch mal blocken. Okay, normalerweise kann man hier den Bleichschatten rufen, das geht ja jetzt nicht mehr. Aber hier können wir dafür noch Schwarzhand Gotthard rufen. Und hier ist Anri. Da kommen wir aber gleich dazu. Und zwar, hier ist nichts mehr, nein. Das ist nämlich die große Kapelle, die man von unten aus gesehen hat. Hier vorsichtig sein. Deswegen. So, und von dieser Seite lässt sich diese Tür nämlich öffnen. Da unten lässt sich eine Feuerhexe echt gut farmen. Da bekommt ihr das Set super schnell her. Ich habe das mal getestet und in so in, sagen wir, in der guten halben. Willst du mich verarschen? Der Angriff ist jetzt hier die Ebene hoch. Ach komm. Und zwar könnt ihr euch hier droppen lassen. Nee, das ist mir jetzt einfach zu. Nee, das versteht ihr. Das ist mir jetzt einfach. Das ist mir wirklich buchstäblich zu heiß, weil. Wenn ich da runtergehe, dann müsste ich mich mit der anderen Feuerhexe auch noch rumschlagen. Normalerweise kommen die da nicht gelaufen, aber. Jetzt natürlich auf einmal schon. So, egal. Wir machen jetzt hier gleich mal weiter, weil. Ich möchte in der Episode heute noch ein bisschen. Eine Sache hier mit einbauen, die sehr wichtig ist. So, und zwar, normalerweise läuft das so ab. Ihr seht hier die Feuerhexe, droppt euch. Fallangriff. Tot. Nehmt ihr die Seele mit. Normalerweise kann die was droppen. Und so kommt ihr ratzfatz an denen, ihr seht, wenn ihr das wollt. Ja, genau. Ich bin jetzt einfach mal mutig und. Ja, tritt lieber nicht. Tritt lieber nicht zu. Seht ihr, das sind diese. Das sind so Nanosekunden. So schnell kann kein menschlicher Spieler reagieren. Dann sollen sie nicht blocken. Puh, Krone des Hohepriester-Ritters. Oh, immerhin mal was gedroppt. So, dann holen wir uns Anri. Und wir holen uns Gotthard. Irgendwo hier, glaube ich, kann man sich Sirius auch noch rufen. Glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß es aber nicht mehr. Und auf geht's. Halten wir uns gar nicht mehr hier länger auf. Wird schon den Weg klappen. Und zwar kommt jetzt Hohepriester Sullivan. Ja gut, der Schaden, den ich austeile. Dass er hier was mit der Tänzerin zu tun hat, das erkennt man daran, weil er auch eine Feuer- und eine Finsterniswaffe nutzt. Schieb mal Anri hier bitte nicht durch den Raum, ja. Der Knabe ist sensibel. Au.
Oh, geil. Ich sollte weg, ich sollte weg, ja. Jetzt kann er sich nämlich auch noch teilen. Gott sei Dank verträgt der Phantom Sullivan nicht so viel. Wo ist er? Ah, da. Ah, da ist er schon down, der Phantom. Sullivan. Jetzt will er wieder Raum gut machen. Das ist wieder sein Phantom. Ich beschwören kann, aber es nützt ihn jetzt auch nichts mehr. Double KO. So. Meine Damen und Herren, das war Phantom Sullivan und das war auch der Abschluss dieser Folge von Dark Souls 3. Haben wir wieder was geschafft. Sehr schön. Gut, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Dark Souls 3 wieder. Maya, wärst du bitte so nett? Ich zähle das mal als Winken. Oder so. Also, bis zum nächsten Mal.